Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, ihr seht schon, drei Batman-Spiele, was könnte es sein? Es gibt viele Batman-Spiele, aber nicht alle sind gut. Ich weiß zum Beispiel, dass auf dem Super Nintendo von der diese Animationsserie, das war sehr gut, sehr schwer, aber gut. Oder von den zweiten Filmen für Mega Drive von Super Nintendo, das war auch sehr gut. Oder auch Batman Begins ist sehr gut, sehr kurz. Das ist von der neuen Serie, das Spiel geht so, also ist jetzt bestimmt okay für Fans und das war ja ein Überraschungshit. Ja, und jetzt ist dieses Spiel rausgekommen, das kommt morgen raus. Ich hab's. Ne, übermorgen. Ne, morgen? Ne, übermorgen kommt's raus. Ich hab's heute schon. Das Lustige, das Spiel, die normale Fassung gab's schon vor 4 Tagen in meiner Bibliothek. Und ja, jetzt habe ich die Collector Edition von Batman Arkham City Collector Edition mit der Figur. Oh, jetzt hat man mich voll gesehen, wie ich das gar nicht mag. Aber egal. Bin ja so toll, dass das egal ist, dass man mich sieht. So. Erstmal, ich nehme die Folie runter, sonst reflektiert mir das zu sehr. Ups. Fangen wir erstmal so an. Hier ist der Joker drauf, der Seite. Ups, naja, es ist die Figur, machen wir es einfach so. Also erstmal die Figur. Richtig, soll ich sie mal rausholen? Na, ich hole sie jetzt erstmal nicht raus. Ist ein richtiges Model Kit, glaube ich, oder? Ja, aus Hartplastik. Findest du gut mit so einem. Ich hole sie mal raus. Ah, das ist die zugebundene hinten. Aber für so viel Zeit muss jetzt sein. Befreien wir mal Batman. Ah, ich habe es jetzt bekommen. Geh auf. Also, jetzt wäre schon wieder cool, wenn mein Kameramann da wäre. Warte, ich mach das mal schnell. So, Batman ist befreit. Ja, einmal Batman auf diesem Podest. Den Mantel kann man bewegen. Ich will jetzt aber nicht gucken, ob man den abmachen kann. Hier steht Arkham City. Ja, sieht schon mal sehr cool aus. Dann. Hoffentlich schaffe ich das so. Mit so einem Tor, da stehen die Spiele im Weg. Kann man ihn da so draufstellen? Kann ich euch gar nicht sagen, was da alles draufsteht. Hier sind aber auf jeden Fall so Bilder von der Stadt. Hier. Und hier. Das Ganze gibt es auch, glaube ich, für die Xbox 360. Ja, natürlich gibt es das Spiel auf die 360. Das Spiel ist übrigens ab 16 Jahren. Lese ich euch das mal schnell hier vor. Dem weitläufigen Mega-Gefängnis im Herzen von Gotham City, in dem berühmtesten Verbrecher und die beschwörtesten Superschurken leben. Das Leben Unschuldiger steht auf dem Spiel und nur ein Mann kann sie retten. Dem Recht auf den Straßen zum Sieg verhelfen. Batman. Aktiviere den Batman Arkham City Pass, um Catwoman als exklusive Spielwarencharakter freizuschalten. Inklusive dem Blu-ray Batman Gotham Knight. 16 Jahre, 3D-kompatibles Spiel, Netzwerkfunktion 720p, DualShock 3, Vibration, 6, bewegungsintensiv, mindestens 1634 MB zu einem Spieler. Jetzt, ich glaube, ich habe hier doch eben irgendwo was gesehen. Hier, da ist irgendwie so ein Versteck. Hier ist der Blu-ray. Das ist dieser. Cool, ich wusste gar nicht, dass da ein Film bei ist. Ich kriege ihn jetzt nur nicht raus. Das nervt mich gerade wieder. Okay. Der ist ab 12. Super, egal. Ja, der Blu-ray-Film, Animated Original Movie, Gotham Knight, Produzent von Batman Begins und Dark Knight, Warner Premiere. Das hat man mich schon wieder voll gesehen. Naja. Dann muss das Artbook sein. Wo ist denn das Spiel? Gute Frage. Ist das auch hier irgendwo? Ja, lustig. Großes Spiel. Jetzt bin ich aber was verwirrt. ja. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach so. Ich habe gerade gedacht, wo ist das Spiel?
Also das ist im Artbook wohl. Ich krieg's leider nicht ganz drauf. Hier hätten sie aber ein Steelbook bei tun können, haben sie nicht, aber egal, das Spiel soll sehr gut sein. Laut GamePro ist es das Spiel des Jahres. Robin. Gibt es ja mehrere, wenn du es bei GameStop bestellst, kriegst du das, bei denen kriegst du das, bei Saturn kriegst du das. Finde ich ein bisschen blöd. Artbook finde ich aber nice. Two-Face, ich glaube das ist Freeze. Rattler. Und hier ist die Spiele-CD, ich habe die ja gerade eben gesucht. Motiv steht, aber so ein Steelbook wäre mir jetzt lieber gewesen. Was haben wir denn da noch bei? Kurz gucken. Nicht, dass ich irgendwie Downloads-Code zeige. Ach, das ist die Spieleanleitung. Gar nichts, also. 1, 2, 3, 4. Nichts Besonderes, aber immerhin ein Bild. Machen wir das mal so hier. So. Dann Play Catwurm als Download Code. Das ist der Code. Zeige ich natürlich nicht. Ups, jetzt habe ich die Kamera verstellt. Gaffenzettel, Hellen wie du und ich. Was ist das? Das ist auch eine Beta-Version von Ork Spiel. Dann haben wir hier. Keine Ahnung, was das ist. Auch ein Code. Werbung. Wieder ein Code mit Challenge. Und hier das Album. Ich glaube, das ist ein Soundtrack. Ich kann euch das nochmal hier schnell zeigen, was da alles bei ist. Das war hier so. Eine Premium-Struktur aus dem Hause Kotobukiya. Ein Artbook für Sammler, inklusive Film Batman Gotham Knight, der Batman Rückkehr Dunkles Reiterskin, exklusiver downloadbare Contact The Iceberg Lounge Challenge Map, der Soundtrack zum Batman Arkham City vom Water War Musik als digitaler Download. So, ja, das war das Unboxing. Wieder mal ein bisschen chaotisch, weil ich habe echt gedacht, das Spiel nicht dabei. Aber ich denke, Collector Edition ist schon cool. Wobei mir ein Steelbook da noch lieber wäre dabei. Oder ein Pappschuhe. Aber so ist sie cool, wegen der Figur schon wollte ich die. Ja, das war's von mir. Ich sage auf Wiedersehen. Hat ein bisschen länger gedauert. War wieder chaotisch. Entschuldigung. Ich freue mich über Kommentare und Bewertung. Tschüss.